So, zurück sind wir. Schön, dass ihr immer noch dabei seid oder wieder dabei seid. Ich sitze jetzt hier mit Linda Auerswald aus der Studioberatung, richtig? Hallo, ja, schön, genau, dass du hier bist. Hi. Du warst heute schon fleißig mit deinen Kolleginnen und ihr habt die ganze Zeit im Live-Chat alle Fragen beantwortet. Da kamen ganz viele von euch. Erstmal vielen Dank dafür. Und hier, Linda hat mir gerade einen Zettel gegeben mit so den meisten Fragen, die von euch kamen oder spannende Fragen. Und die werden wir jetzt, beziehungsweise du wirst sie beantworten und ich werde sie einfach stellen, richtig? Genau, so machen wir das. Dann starten wir, oder? Okay. Okay, also hier steht ganz, ganz fett unterstrichen akute Fragen. Also die habt ihr wahrscheinlich ganz oft gefragt. Warum steht bei mir immer noch in Bearbeitung? Genau, das haben wir heute leider sehr häufig gehört. Aktuell ist es eben so, dass durch die verzögerten Immatrikulationsfristen ganz viele Leute leider noch nicht eingeschrieben werden konnten. Wenn bei euch da in Bearbeitung steht, heißt es aber allermeistens, dass alles da ist. Wir haben es gesehen, es muss jetzt halt nochmal händisch jemand anfassen und euch einschreiben. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt nicht schon loslegen könnt. Das heißt, auch wenn ihr noch nicht ordentlich immatrikuliert seid, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, schon an Einführungsveranstaltungen und sowas teilzunehmen. Alle Leute, die das betrifft, die jetzt noch nicht eingeschrieben sind, wo es einfach noch ein bisschen dauert und unter Umständen kann das sein, dass das noch bis Ende November dauert, bekommen jetzt nach und nach E-Mails von uns mit vorläufigen Accounts, wo ihr euch dann schon mal zum Beispiel in Lehrveranstaltungen eintragen könnt, damit ihr quasi schon mit dem Studium anfangen könnt, auch wenn der offizielle Status vielleicht noch nicht da ist. Okay, sehr gut. Das heißt, keine Panik und einfach noch ein bisschen abwarten. Ja. Ja. Okay, die nächste akute Frage kenne ich auch. Was ist mit meiner Fahrkarte? Ja. Genau, das ist letztendlich die gleiche Gruppe, die das betrifft. Also ein paar Leute gibt es einfach, die noch nicht eingeschrieben sind. Für die Menschen gibt es die Möglichkeit, dass ihr eine vorläufige Fahrtberechtigung kriegen könnt. Die kann man sich im Portal runterladen, wenn ihr diesen vorläufigen Zugang habt. Da ist auch nochmal erklärt, was ihr dann damit machen müsst. Einmal ausdrucken und zu uns kommen, was aufkleben lassen, dann könnt ihr damit fahren. Für die Menschen, die eben vor Ablauf vom Oktober noch nicht immatrikuliert werden, also Menschen, die erst Anfang November eingeschrieben sind, die kriegen auch die Möglichkeit, sich die Fahrtkosten für den Monat Oktober erstatten zu lassen. Das ist dann automatisch auch im Portal möglich, dass man die Kostenerstattung beantragt, wenn man eben den ganzen Monat die Fahrkarte nicht nutzen konnte. Und wie macht man das dann? Reicht man dann Fahrkarten ein oder wie läuft das? Nee, das funktioniert einfach so, dass ihr anteilig das Geld für Semesterticket erstattet bekommt. Genau, da wird ein Monat dann erstattet. Okay, sehr gut. Akute Fragen abgehakt. Jetzt kommen wir zu den Evergreens, also die wahrscheinlich immer, immer wieder kommen. Punkt 1 ist, wie kann ich mich für Lehrveranstaltungen anmelden? Wann muss ich das machen? Ja, ich freue mich, dass auch so ein bisschen was normal ist dieses Semester. Ist natürlich total klar, die Menschen, die jetzt anfangen mit dem Studieren und das noch nie gemacht haben, die wissen das einfach noch nicht. Das Gute ist, da gibt es Leute, wir haben Expertinnen, die euch das alle liebevoll und gerne im Detail erklären. Das sind bei uns die Menschen von der Studienfachberatung. Das sind coolerweise bei uns eigentlich immer Menschen, die das selber studieren, dieses Fach. Das heißt, die haben wirklich Expertinnenwissen, kann man schon sagen. Und zu denen findet ihr Kontakt erstmal in den Einführungsveranstaltungen von den ganzen Veranstaltungen, von den ganzen verschiedenen Studiengängen. Findet ihr auf der Website, wann das wo wie stattfindet. Wenn ihr da aus irgendwelchen Gründen nicht teilnehmen können solltet, könnt ihr natürlich die Studienfachberatung auch direkt kontaktieren. Und die erklären euch gerne, wie das genau für ein bestimmtes Fach dann funktioniert. Und du hast gerade Einführungsveranstaltungen gesagt. Wo finde ich, wo es welche Einführungsveranstaltungen gibt? Das brauche ich ja wiederum für das. Genau, das gibt es auch auf unserer Website beim Erstsemestertag. Wenn ihr die Seite gefunden habt, auf der das Video jetzt ist, dann ist da auf jeden Fall auch der Link untergebracht, wo die ganzen einzelnen Einführungsveranstaltungen aufgelistet sind. Es gibt auch, glaube ich, wie heißt der, Studienstart, als Studieneinstieg, so eine Unterseite von uns, von der allgemeinen Studienberatung. Da ist auch nochmal alles gebündelt, was man brauchen kann, wenn man einsteigt bei uns. Sehr gut. Nächste Frage, wer erklärt mir Moses, Isis etc.? Also diese ganzen Webseiten, die man braucht fürs Studieren. Ja, die gleiche Antwort, die lieben Menschen von der Studienfachberatung. Ihr habt natürlich auch mit all euren Fragen die Möglichkeit, erstmal die allgemeine Studienberatung zu kontaktieren. Wir sind vor allen Dingen dafür da, zu wissen, wer euch weiterhelfen kann. Das heißt, wir kennen uns im großen Überblick mit allem aus. Und für so Detailwissen würden wir euch dann an die zuständigen Stellen weiterleiten.
Und Moses, Isis, welches Tutorium finde ich wo, wie kann ich mich da anmelden? Das machen eben auch wieder die lieben Menschen von der Studienfachberatung, weil es eben in jedem Studiengang kleine Unterschiede gibt. Das heißt, da auf jeden Fall die spezifischen Infos für genau den passenden Studiengang aus. Das heißt, man schickt euch momentan eine Mail und ihr gebt dann wieder den Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin weiter, wo man sich dann wieder weiterbilden kann. Genau, man kann uns anmelden. Am schnellsten geht es momentan, wenn man einfach nutzt, dass wir einen Videochat anbieten. Oh. Den haben wir diese Woche sogar dreimal. Ach, krass. Das heißt, morgen von 10 bis 12, am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sind wir im Videochat zu erreichen. Und gerade so kleine Fragen wie irgendwie, wen kann ich fragen, wegen Stundenplan und so, kann man da halt einfach super schnell klären. Aber außerhalb der Sprechzeiten natürlich gerne auch einfach per Mail. Mega. Gut, nächste Frage ist, wo finde ich den Studienverlaufsplan? Ja, der Studienverlaufsplan, den hat Barisch ja vorhin auch schon häufig erwähnt, den findet jeder und jede in der Studien- und Prüfungsordnung vom eigenen Studiengang. Das klingt ziemlich angestaubt, ist aber total sinnvoll, sich die einmal komplett durchzulesen, weil das ist quasi das Gesetz, nach dem man studiert. Da steht genau drin, muss ich ein Praktikum machen, wie lang muss meine Abschlussarbeit sein? Und in der Studien- und Prüfungsordnung ist auch immer ein exemplarischer Studienverlaufsplan drin. Exemplarisch ist ganz wichtig in dieser Bezeichnung, weil es nur ein Vorschlag ist. Das ist unser Versprechen von der TU, dass ihr, wenn ihr so studiert, wie es da steht, in zum Beispiel 3 Jahren fertig sein könnt. Das heißt aber nicht, dass ihr euch da sklavisch dran halten müsst, aber da kann man einmal reingucken und gucken, okay, wenn ich wirklich das in zum Beispiel 3 Jahren schaffen will, den Bachelor, welche Kurse sollte ich dann jetzt erst im ersten Semester machen? Welche Module sind da vorgeschlagen? Ich finde, die Kombi hilft auch voll aus diesem Studienverlaufsplan und diesem exemplarischen Studienplan und dann kann man so ein bisschen gucken, okay, welchen Kurs brauche ich, welchen nicht. Also es ist ein bisschen was zu lesen, aber es bringt total was. Also ich habe mich da auch durchgeboxt. Nächste Frage. Wie erstellt man den Stundenplan? Also so ein bisschen, das ähnelt der Frage davor, ja? Genau, das ist jetzt quasi der nächste Schritt, weil der Studienverlaufsplan zeigt eigentlich nur, welche Module muss ich machen. Und so ein Modul ist aber nicht meine Vorlesung, sondern so ein Modul besteht unter Umständen aus eben einer Vorlesung und einer Übung und einem passenden Tutorium. Um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, eine Vorlesung können auch gerne mal 800 Leute sein, die theoretisch im Hörsaal jetzt wahrscheinlich halt eher in der Zoom-Konferenz sitzen. Und dann gibt es noch eine passende kleinere Veranstaltung dazu, die wir hoffentlich für alle Erstsemesterstudierenden wenigstens eine anbieten können, die man in Präsenz besuchen kann, wenn man möchte, damit ihr euch besser kennenlernen könnt. Und das ergibt dann letztendlich meinen Stundenplan. Das heißt, ich habe zwar das Modul, aber dieses Modul kann eben bedeuten, ich habe eine Vorlesung Montag von 10 bis 12 und in dem Modul dann passend dazu nochmal eine Übung am Donnerstag von 8 bis 10. Und wenn ich dann noch ein zweites Modul habe, dann ergeben sich da eben noch mehr Termine draus. Wie genau das funktioniert, was zum Beispiel ein exemplarischer Stundenplan sein kann für mein erstes Semester, das sind auch wieder dann so die Detailebenen, die ich total gut bei der Studienfachberatung nachfragen kann. Ich habe auch gehört, dass ihr heute im Live-Chat euch schon so in Gruppen zusammen so ein bisschen getan habt. Und mir hat es damals auch voll geholfen bei diesem Stundenplan erstellen, dass man sich da auf jeden Fall auch mit KommilitonInnen austauscht. Also dass man so ein bisschen weiß, okay, die Person macht da das, oh, das ist ja eine gute Idee, diese Kombi und so. Also ich glaube, da ist Austausch unter so Neulingen auch echt hilfreich. Absolut. Und das Schönste ist auch, wenn man eben von anderen dann mal mitbekommt, okay, ich will gerade irgendwie total viel und die Person neben mir macht aber nur die Hälfte. Ist das vielleicht auch okay? Und warum macht die nur die Hälfte? Und was möchte ich irgendwie nebenbei noch schaffen? Das heißt, der Kontakt und der Austausch natürlich mit den Kommilitoninnen ist immer total sinnvoll, um sich vielleicht auch mal wieder so ein bisschen zu erden. Total, voll. Jetzt eine Frage, das ist natürlich in allen irgendwie größeren Städten so ein Ding. Ich habe noch keine Wohnung. Großes Fragezeichen. Absolut großes Fragezeichen. Dieses Semester, vielleicht eins der wenigen Vorteile, die man so hat mit dieser ganzen Corona-Geschichte, ist, man muss vielleicht nicht ganz unbedingt sofort nach Berlin ziehen, weil man schon die Möglichkeit hat, viel online zu erledigen. Das wäre was, was man jetzt vielleicht mal positiv hervorheben könnte. Aber ansonsten hat die Kollegin vom Studierendenwerk irgendwie in eurem Clip da irgendwie auch nochmal richtig gute Hinweise gegeben. Und das ist tatsächlich auch eigentlich die beste Anlaufstelle, weil zwar Direktwohnungen beim Studierendenwerk auch Mangelware sind. Die haben, wenn ich das richtig erinnere, einige 10.000 Plätze für aber
ne, wir an der TU sind schon so 35.000 Studis und wir haben mehrere andere große Hochschulen in Berlin. Das heißt, das reicht vorne und hinten nicht. Aber die haben eben dann noch so andere Services, wo die sich auch mit VermieterInnen irgendwie verbinden. Das heißt, da kann man auf jeden Fall gut gucken und hat dann zumindest, sage ich mal, für Studierendenbedürfnisse nochmal eine spezielle Plattform, abgesehen natürlich von den gängigen, die es sowieso so gibt. Aber auch da ist natürlich wieder das Verbinden mit KommilitonInnen eine gute Idee. Im Chat hatten wir eben auch schon die Frage, irgendwie hat jemand Bock, eine WG zu gründen? So, das geht natürlich auch. Ja, total, auf jeden Fall. Jetzt noch eine große Frage, glaube ich. Wer hilft mir beim BAföG? Genau, das ist die gleiche Anlaufstelle, die netten Menschen vom Studierendenwerk. Das muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Beim Studierendenwerk gibt es das BAföG-Amt, also die Menschen, die tatsächlich den Antrag bearbeiten, aber es gibt auch eine Beratungsstelle dazu. Das wäre die erste Anlaufstelle, wo man wirklich völlig unvorbelastet erstmal Fragen stellen kann, wo es noch nicht darum geht, irgendwie, okay, wird jetzt der Antrag bewilligt, ja oder nein, sondern die da unterstützen können und wo man auch die Anlaufstelle findet, wenn man sagt, okay, BAföG ist für mich aus den und den Gründen irgendwie nicht möglich. Zur Studienfinanzierung gibt es ja irgendwie noch ein ganzes Bouquet an anderen Dingen, die man so machen kann. Das heißt, auch da ist wieder das Studierendenwerk, das sind einfach die Expertinnen, würde ich mal sagen, in dem Bereich, wo man gut eine erste Anlaufstelle findet. Wenn ihr jetzt auch erst eingeschaltet habt, genau darüber habe ich mit Jana vom Studierendenwerk Berlin drüber geredet und sie hat gesagt, wo es ist. Also da müsst ihr ein bisschen vorspulen. Jetzt kommen wir schon zu den sonstigen Fragen. Die erste Frage ist, wie kann ich mich mit anderen verbinden? Ja, da auch wieder viel zitiert heute oft gesagt, Einführungsveranstaltungen, super Idee, wenn ihr das irgendwie möglich machen könnt, da teilzunehmen. Ansonsten versuchen wir eben auch, obwohl wir nicht viel Lehre in Präsenz machen können, einfach weil die räumlichen Gegebenheiten aktuell nicht hergeben, wirklich für alle Menschen, die einsteigen ins Studium, wenigstens eine Veranstaltung in Präsenz anzubieten. Das heißt, wenn ihr könnt und möchtet, nehmt die bitte auch wahr, weil sich live zu treffen ist einfach immer noch mal was anderes, als wenn man das alles digital macht. Und wir von der Studienberatung haben auf unserer Homepage noch mal so eine extra Seite Studienberatung at Home gemacht, weil wir eben jetzt auch alle im Homeoffice sitzen und irgendwie gucken wollten, okay, was können wir digital für euch machen. Und da gibt es ein ganzes Hörstück zum Thema Campusleben und Engagement, wo irgendwie auch nochmal ein paar Leute einfach interviewt wurden und viel erzählt wurde, wie man irgendwie sich engagieren kann, wie man sich verbinden kann, gerade in Corona-Zeiten. Was mir zum Beispiel auch immer wieder einfällt, ist auch mal außerhalb des Studiengangs zu gucken. Wir haben verschiedene Projekte, wie zum Beispiel FastTube, wo irgendwie Studis, so cool. Super cool, aus allen möglichen Studienbereichen irgendwie zusammenkommen und dann aus dem Wirtschaftsingenieurbereich und aus dem Informatikbereich und aus dem Maschinenbaubereich Leute zusammen daran arbeiten, einen neuen Rennwagen zu bauen. Die suchen auch wieder Leute und nehmen gerne auf. Das ist ein super cooles Team, die habe ich auch schon mal interviewt. Genau, und ja, da hat man an der TU eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Was wir jetzt im Chat gesehen haben, irgendwie offensichtlich Discord ist weit vorne, irgendwie um sich zu verbinden. Das heißt, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Auch da kann man natürlich wieder super die Studienfachberatung fragen und einfach gucken, gibt es irgendwie ein Forum, eine Chatgruppe oder irgendwas, wo man rein kann. Stichwort Einführungsveranstaltung. Ich kann nur sagen, dass ich für meine Einführungsveranstaltung so eine Gruppe kennengelernt habe und mit der war ich wirklich bis zum Ende des Studiums, also immer noch jetzt, am meisten im Austausch. Also Einführungsveranstaltungen, da denkt man vielleicht immer so, ach, ein bisschen faul und brauche ich nicht, aber doch, wirklich, das hilft, um Leute kennenzulernen und den Austausch zu haben. Und Facebook-Gruppen habe ich auch gehört, also Facebook-Gruppen für die jeweiligen Studiengänge ist auch so eine Sache. Also ja. Jetzt kommt eine nächste Frage. Gibt es den Stream, damit meinen die den Stream, ne? Auch als Video? Ja. Genau, das kam super oft. Ja, wirklich? Absolut. Spannend. Wir stellen das natürlich, ihr stellt das. Die da netten haben Barisch Menschen, und wir alle hier einen guten Job gemacht. Die netten Menschen, die hier toll hinter der Kamera stehen und so, stellen das hinterher online. Es gibt auch die Sachen von den letzten Jahren, wer da Spaß dran hat, sich das anzugucken. Aber die aktuellsten Infos gibt es natürlich von heute und die Videos werden wie immer online gestellt. Sehr gut. Und es bleibt dann auch im Internet. Im Internet bleibt ja alles. Könnt ihr euch das irgendwann nochmal angucken. Letzte Frage schon. Sind wir schon bei der letzten Frage? Zumindest von denen auf der Liste, ja. Krass. Muss ich in die Uni kommen oder geht das alles online? Vielleicht sind manche auch besorgt oder sind noch zu Hause und nicht in Berlin, so ein bisschen hinter dem
Genau, also da gibt es ja einfach verschiedene Gründe. Manche Leute sagen, okay, ich habe keine Wohnung gefunden. Manche Leute sagen, ich bin noch nicht immatrikuliert, ich konnte kein Visum beantragen. Wir haben ja auch viele internationale Studierende. Es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, sehr viel digital zu erledigen. Das heißt, es gibt keinen Zwang, für irgendwen herzukommen. Wie ich schon erwähnt habe, gerade für Menschen, die das möglich machen können und neue Leute kennenlernen wollen, wird es die Möglichkeit geben, wenigstens eine Veranstaltung auch vor Ort zu besuchen. Aber es ist wirklich ein Riesenkraftakt gewesen, ganz, ganz viel auf irgendwie digitale Lehre umzustellen. Und das wird jetzt auch erstmal weiter fortgeführt. Das heißt, es gibt keinen Zwang herzukommen. Ihr könnt zum Beispiel auch die Studienberatung digital erreichen. Das wird auch weiter so bleiben. Und deswegen muss man nicht auf den Campus. Im Video heute haben wir aber gesehen, so die ein oder andere Möglichkeit, vielleicht mal in die BIP zu gehen oder so, gibt es dann doch. Das heißt, ja, man kann herkommen, aber man ist aktuell nicht dazu gezwungen. Die Beratung für Studis mit Behinderung und chronischen Erkrankungen zum Beispiel, die haben damit auch viel zu tun, als eben Leute sagen, ich kann aus Krankheitsgründen, könnte ich jetzt gar nicht kommen. Und die unterstützen auch dabei, wie kann ich weiterhin meine Lehre gut online gestalten. Genau. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Linda. Dann sind wir, würde ich sagen, auch schon am Ende vom Q&A und ja, somit auch am Ende vom ganzen Tag. Vielleicht auch nochmal danke an all deine Kolleginnen aus der Studienberatung, die ganze Zeit im Live-Chat fleißig und sehr fachkundig geantwortet haben. Ja, und sonst, Barış ist schon weg. Wir haben ja offiziell schon Tschüss gesagt, aber genau, nochmal Tschüss von Barış. Und von uns allen. Und schön, dass ihr dabei wart und einen guten Ersti-Start. Danke dir nochmal. Danke euch. Ciao, macht's gut. Ciao. Tschüss.